So Leute, ich bin's, Max vom Kanal GameCoop. Heute gestern wieder ein neues Modern Combat 5 Video und zwar nehme ich heute mal mit Airshow auf. Und Airshow ist nur für iOS, also die Leute, die jetzt denken, dass sie einen Screen Recorder für Android haben, durch Airshow, sage ich mal, aber es gibt ja eigentlich eh genug Screen Recorder auf Android. Auf jeden Fall ist Airshow für iOS, man kann damit iOS 9.2 und wahrscheinlich auch 9.1 Geräte aufnehmen, da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Und das ohne Jailbreak und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich werde zwar weiterhin die Elgato benutzen, aber wollte euch heute einfach nur mal zeigen, dass man mit Airshow aufnehmen kann, wieso die Qualität ist. Die Elgato hat einfach eine bessere Videoqualität, man kann mit Sound aufnehmen und es verursacht keine Lags irgendwie. Und deswegen ist die Elgato für mich um einiges besser. Der einzige Pluspunkt für Airshow ist einfach, dass ich mit Airshow mit 60 FPS aufnehmen kann und dass Airshow einfach gratis ist. Und die Elgato kostet schon etwas und die hat mich jetzt relativ schnell geholt, aber kein Wunder, wenn er mit der KOG spielt und ich nur mit der UFIA. Heute mal wieder eine etwas leere Runde. Es ist einfach so, ihr wisst, dass Modern Combat 5 irgendwie keine oder kaum noch volle Server hat. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, was würde man machen? MC5 ist so ein bisschen am Aussterben. Ich denke, das bekommt ihr auch mit, keine Ahnung, vielleicht kommt das Ganze wieder durch irgendein Update, aber mich soll es jetzt nicht so stark stören. Ich meine, MC5 spiele ich eh nicht mehr so häufig, eigentlich nur noch fürs Aufnehmen und dann reicht es mir. Und ja, ich bin echt gespannt, wie die Qualität dann zum Schluss sein wird, wenn ich die Aufnahme hier mit Airshow gemacht habe. Bin ich echt gespannt. Und der ist nicht gestorben, der Pisser. Wow. Der hätte mich jetzt fast noch bekommen. Das war der Typ mit der KOG. Und wo ist der eine hin, den ich so hart angehittet habe? Okay, anscheinend da. Ja, genau, lauf da hin. Und stirb. Wow. Er spielt mit der Slug. Richtig nice. Richtig nice. Ah, naja gut. 8 zu 1 kann man erstmal verkraften. Das wird wahrscheinlich kein 30 Kills Gameplay. Ganz einfach, weil zu wenige Leute hier drin sind. Hier ist gerade einer reingejoint. Ich weiß nicht, ob das ein Abonnent oder sowas ist. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Tryharder. Werden wir jetzt gleich sehen, ob er so gut ist, wie ich jetzt denke, dass er ist. Okay, der spielt auch mit der K. Upsala. Ja, wow, da habe ich gerade weggeschaut und der laggt irgendwie so ein bisschen rum. Habe ich so das Gefühl. Und der Dragon, der spielt wieder mit der Slug, aber ich habe jetzt keine Lust, einen anderen Server zu finden. Ich wollte euch einfach nur so ein bisschen die Qualität von Airshow zeigen. Für die Leute, die jetzt auch mit Airshow aufnehmen wollen, ihr müsst euch erstmal einen funktionierenden Code besorgen. Da gibt es manchmal YouTuber, die diese Codes irgendwie verlosen. Ich weiß auch nicht, woher die Codes bekommen, aber auf jeden Fall gibt es da welche, die verlosen. Und da habt ihr vielleicht Glück und findet einen so wie ich. Und Airshow ist gratis. Ihr müsst Shoe aus dem App Store runterladen und Airshow aus dem Internet. Dann müsst ihr Airshow vertrauen. Das Ganze könnt ihr in Einstellungen machen. Wenn ihr Airshow vertraut, dann hat Airshow einen kompletten Zugriff, beziehungsweise die Entwickler von Airshow kompletten Zugriff auf euer Gerät. Also falls ihr da wichtige Dinge auf eurem Gerät habt, würde ich mir das echt zweimal überlegen, da zuzustimmen. Aber ich denke, so wie ich es gerade habe, dass ich eigentlich nichts Wichtiges auf dem Gerät habe, außer eben Spiele. Da kann man ruhig vertrauen. Das funktioniert auch nicht nur fürs iPad, sondern auch für das iPhone logischerweise und ey, das kotzt echt so hart an, ne? Wenn man nichts trifft. Es ist halt so, wenn ich nur noch für YouTube hier spiele, dann verlernt man so ein bisschen das Spielen, beziehungsweise verliert so ein bisschen seinen Skill, aber das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ich will einfach, wie gesagt, nur die Qualität von Airshow testen und das reicht mir dann auch schon. War da nicht noch irgendwo ein Gegner oder wurde er gekillt? Okay, ich kille einmal und dann verlässt er direkt das Spiel. Ist natürlich ein bisschen feige, würde ich sagen. Headshot. Oh, oh. Ja, wahrscheinlich. Alter, das kotzt so hart an, ne, wenn die einem so einen Lucky Headshot geben. Der wäre einfach gestorben, wenn er mir keinen Headshot gegeben hätte. Und jetzt kommt er so davon. Ah, Mann, Mann, Mann. So, stirb. Ich heb mir jetzt mal die KOG auf, damit er sieht, dass er mit der OP-Waffe spielt und ich nur. Nice, Alter. Oh, sogar noch die KOG in Pro. Wird ja immer besser. Ja, gut. Die KOG in Pro hätte ich auch mal gern, aber irgendwie wollen mir die Elite-Pakete, die ich immer nach. Wie viele Tage muss man online kommen, um ein Elite-Paket zu bekommen? Ich glaube, 12 Tage oder so.
Auf jeden Fall kriege ich da nie die KOGN Pro, aber ja, was will man machen? Die normale KOG ist auch gut genug, würde ich sagen. Und die Ufia kann die KOGN Pro eigentlich challengen, würde ich sagen. Da nehme ich sie mir aber lieber wieder. Oh. Stirb. Nice. Danke. Okay, gewinnen werde ich die Runde auf jeden Fall. War jetzt keine so gute Runde, aber ich meine, da sind 120er drin, einer mit der Slug und noch einer, der mit der KOG rumschwitzt. Also, ich meine, was will man mehr außer gewinnen? Und eine ordentliche KD. Lol, was passiert hier denn? Warum lenken die denn alle rum, Alter? Liegt das, weil ich daran, dass ich mit Airshow aufnehme? Weil, wenn man mit Airshow aufnimmt, geht das Ganze über das Internet, über Airplay. Und das kann sein, dass dadurch mein Internet etwas beeinträchtigt wird. Oder ist das einfach nur sein Internet? Keine Ahnung. Denn meine Schüsse scheinen zu connecten. Jetzt bin ich unaufhaltbar. Am Schluss habe ich noch ein bisschen rasiert. 2, 1 und. Ah, schade, den habe ich nicht mehr bekommen. 23 zu 6. Ich meine, das sind wenige Leute und recht gute Leute. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Also, Airshow könnt ihr euch gerne mal runterladen, wenn ihr einen Code findet und wenn die Beta-Phase zu Ende ist, könnt ihr das auch ohne Code machen. Ist eine gute Alternative, um aufzunehmen. Damit kann ich leider auch kein Nova 3 und Modern Combat 4 aufnehmen. Würde ich gerne, aber kann ich leider nicht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir mal eine Bewertung da, ein Abo wäre auch nice und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.